Ach so, hier war jetzt nichts mehr, außer hier noch. Ghetto, sehr gut. Ah, was ist das hier? Kann ich nicht überprüfen, warum? Was tut ihr da? Ich bin nur ein Bühnendichter. Entschuldigung. Ich habe keinen Sternstaub. What? Hallo? Wie scheiße ist das, bitteschön? Jetzt sag nicht, der kann mich hier angreifen. Ey, guck mal, wie kacke ist das denn? Das ist der Ohr. Guck dir den an. Da kommt hier so ein Wummer hier um die Ecke. Boah. Ist klar. So, jetzt kommt Feuer zum Einsatz, mein Freund. Ich weiß aber, dass dir das gefällt. Ha! Zack. Zack, zack. Jawohl. So, ich glaube, hier sind wir aber jetzt in der Safe-Zone. Ah, hier ist auch der Fisch wieder. Der Fisch. Schriftstück. Ein Kunde geht zum Friseur, um sich das Haar zu schneiden zu lassen. Der Friseur fragt, wie hättet ihr es denn gerne? Der Kunde antwortet ruhig. was wollt ihr? Nach einem Beruf in den schwarzen Straßen fragen? Ich bin neugierig, was ihr als Bühnendichter hier so tut. Ich dichte für die Bühne, was sollte ein Bühnendichter denn sonst tun? Das ist alles, Barat. Zwingt euch nicht dazu zu kämpfen oder Wertsachen einzusammeln? Natürlich nicht. Das ist doch keine Arbeit für einen Schriftsteller wie mich. Was ich tue, ist weit wichtiger. Ich schreibe Theaterstücke, um die Leute zu unterhalten. Unterhaltung in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten, sind meine Komödien so wichtig. Ich dichte kurze Komödien, die überall in der Welt schwarzen Straßen aufgeführt werden. Die Leute lieben meine Geschichten. Es ist meine Aufgabe, den Leuten wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das ist eine weit ehrwürdige Aufgabe, als ihr denkt. Ihr habt recht, das ist eine gute Arbeit. Hehe, ihr seid gar nicht so übel. Fragen, wie der Bühnendichter geworden ist. Wie lange arbeitet ihr schon als Bühnendichter? Ich habe schon zahllose Preise gewonnen, da könnt ihr euch das vielleicht ausrechnen. Ich war schon lange vor Asterius ein berühmter Bühnendichter. Wow, beeindruckend. Ach, das ist doch gar nichts. Es gibt noch andere, die so gut sind wie ich. Es ist alles nur eine Frage des, nun ja, Charakters. Andere Bühnendichter? Es gibt noch zwei anderen, die regelmäßig Preise gewonnen haben. Wie gehört zur selben Vereinigung, dem Bund der fahrenden Schriftsteller? In der Vereinigung diskutieren wir unsere Handwerk mit Mitgliedern, muss der Unterricht geben. Aber die Schriftsteller blieben entweder in Bazar oder landeten an des Agrissen Promenade. Im Gegensatz zu ihnen weiß ich, dass die schwarzen Straßenkomödien gut gebrauchen werden können. Also bin ich hergekommen. Fragen, warum er in den schwarzen Straßen bleibt. Ihr seht nicht so aus, als wärt ihr von hier. Seid euch da mal nicht so sicher. Die geheiligte Syrine ist auch aus den schwarzen Straßen, aber sie ist vornehm und edler als jeder Aristoi. Aber ihr habt recht, ich bin ein Bürger und dazu berechtigt, Aristoi zu werden. Aber wenn ich zu einem Aristoi werde, müsste ich an einen vornehmen Ort ziehen und das möchte ich nicht. Warum nicht? Ich möchte in der Nähe des Volkes bleiben. Ich möchte über ihr Leben schreiben, ihren Tod, über die Kämpfe, Beleidigung und die Freiheit. Wenn ich dort oben stünde, könnte ich nicht mehr mit denen beisammen sitzen, die mir so am Herzen liegen. Kurz gesagt, Barat hat mich dazu eingeladen, Komödien zu schreiben und ich habe eingewilligt. Hier gibt es so viele Menschen, die ein Lachen wirklich gebrauchen können. Ach so, verstehe. Aber Barat ist böse. Ja, das ist mir bewusst. Aber er weiß mein Talent zu schätzen und die schwarzen Straßen brauchen dieses Talent. Hier zu sein ist mein Schicksal, unabhängig davon, was gut oder recht ist.
Wenn ich die anderen Bühnendichter noch einmal treffen könnte, würde ich ihnen sagen, dass ich noch immer an großen Komödien arbeite. Verlassen. Und jetzt hört auf, meine Sachen zu wühlen. Danke. Oh, was ist denn das hier? Ein Geheimgang? Nö. Ah, hier. Silberstück. Das wird uns noch von guten Diensten sein. So, jetzt können wir hier runtergehen, ne? Genau. Ist hier noch eine Türe? Tatsächlich, hier. Die Streitaxt ist so mächtig. Ich meine, ohne Tauschhandel zu betreiben oder irgendetwas zu plündern, kann man hier nicht einmal in den schwarzen Straßen bleiben. Ich habe gehört, es gab vor kurzem ein paar Probleme mit dem Handel. Irgendein Missgeschick. Barat hat gesagt, jemand hat die Streitaxt hintergangen. Wer immer das war, ist entweder verrückt oder lebensmüde. Ich hoffe, die Verantwortlichen werden bald bestraft, damit wir nicht noch mehr Ärger bekommen. Ja, dann mal viel Glück, ne? Ich glaube, hier haben wir aber alles, ne? Ja. Ach so. Was haben wir an hier? Feuer? Ach so, geht gar nicht. Gut. Oh. Das ist nochmal gut gegangen. Na, wer bist du? Ja, chillt er einfach hier. Ich glaub's ja nicht. Geil. Verhandlungsplakat Banditmitglieds. Gesucht, tot oder lebendig. Verbrechen, Mord oder und illegaler Handel. Okay. Können wir den nachher also vielleicht suchen und finden? Mal gucken. Hey, könnt ihr mir ein paar funkelnde Eier aus dem überfluteten Bereich unter der Mauer bringen? Ich wollte Insekten-Eier essen. Warum nicht? Ob Insekten oder Wildschwein, alle tote Tiere verwandeln sich in Sternstaub. Je mehr, desto besser, bis ich herausgefunden habe, wie man sie züchten kann. Züchten? Wegen des Fluchs können sich weder Menschen noch Tier fortpflanzen. Aber ich habe gehört, dass die Aristoi einen Weg gefunden haben, etwas zu züchten. Das möchte ich auch ausprobieren. 5 Exemplare genügen, um mit dem Experiment zu beginnen. Aber der überflutete Bereich ist zu gefährlich. Tagebucheintrag. Ah, das Leben geht weiter. Also ist es quasi eine Quest gewesen, ja? Tagebuch eines Unbekannten. Barat ist ein Held. Ohne ihn wären die schwarzen Straßen nicht sicher. Ich weiß nicht, was seine Gegner für uns getan haben, aber ich erlebe, wie Barat uns geholfen hat. Dann nimmt er den verräterischen Aristoi eben Wertsachen ab. Na und? Es ist nur gerecht, dass wir uns zurückholen, was uns zusteht, nach allem, was sie uns angetan haben. Barat zentralisiert doch nur den Reichtum. Es gibt nicht als das kleinste bisschen davon für sich selbst aus. Er nimmt sogar Deserteure auf. Diese Soldaten sind schließlich unschuldig. Warum sollte Barat sie nicht aufnehmen? Er tut doch das Richtige. Hört auf, ihn so zu kritisieren, ihr Zyniker. Ah, ich bin dann noch immer, ja. Okay, so. Das halten wir jetzt hier. Da ist noch eine Brücke. Können wir auch lang gehen? Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch. Genau, wir gehen erstmal hoch. Wir können auch hier runterspringen, sehe ich gerade. Oh ja. Ach, von hier kommen wir doch. Sorry.
Sollen wir erstmal hier runterspringen? Komm, wir springen mal hier runter. Das hat er nicht kommen gesehen. Sehr gut. Da ist nämlich noch eine Truhe, aber ich hab den hier noch im Visier. Komm her, mein Freund. Wow, eine Salbe und wieder Wurfdolche bekommen. Aber das Wichtigste hier, die Truhe, Freunde. Geschenk des Nexus. Diesmal kriegen, das nächste Mal kriegen wir ASP hoch. Können wir sehr gut gebrauchen. Jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir wieder hoch, ne? Ah, hier. So, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Was ist denn hier los? Schrein des Geheiligten. Sind die uns wohlgesonnen? Ja. Bitte rettet mich. Naja, dann lassen wir sie mal. Was haben wir hier Feines? Resonatrede. Today, Archon Serene and I are excited to announce that a new era has arrived. Freedom is the symbol of true wealth. And these starites will bring us closer to our goal. From today on, those without citizenship will be gifted a starite. These starites can replace fire, so you no longer have to labor over creating flames. Everyone, this is the beginning of our reform, and we will distribute more starites with a variety of functions in the future. The Resonator program created by Archon Serene and I will make comfort and freedom no longer privileges exclusive to the Aristor. Bring the people out of the darkness. Let the three shine upon every corner of the city. Out of the darkness! Ja, bin ich mal gespannt hier, ob ich auch ein bisschen Feuer abkrieg. Und das hier. Beten. Machen wir mal. Mal gucken, was passiert. Nichts ist passiert. Machen wir nochmal beten. Nichts ist passiert. Ja, dann hat sich das ausgebetet hier. Kommen wir bestimmt später nochmal zurück. So, können wir mit jemandem hier sprechen eigentlich? Oh ja, Tatsache. Kann ich euch irgendwie helfen?
Ein Mann wollte euch diese Halskette überreichen. Er sagt, ihr seid die Geheiligte der schwarzen Straßen. Geil, Freunde, das ist die Frau hier. Ah, ich weiß, von wem ihr sprecht. Er nennt mich die Geheiligte, aber ich verteile nur Sternenstaub. Also seid ihr nicht die Geheiligte? Nein, das ist jemand anderes, aber er besteht darauf, dass ich es sei. Diese Halskette bedeutet den Menschen in den schwarzen Straßen sehr viel. Ich freue mich, dass er sie mir geben möchte. Aber ich kann sie nicht annehmen. Ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn er sie behalten würde. Verstehe, ich werde es ihnen ausrichten. Da bin ich jetzt hier umsonst hingelaufen, oder was? Spaß. Wir gehen natürlich wieder zurück, Freunde. Gehen wir die Quest abgeben. Weil ich könnte, also wir könnten, das eine oder andere Gegenstand gebrauchen. Also wirklich, sorry, Freunde, ich bin nicht ganz ausgeschlafen heute. Ausrüstungsgegenstand natürlich. Innenstädtische Wahl. Hier kommen wir her, ne? Richtig. Oh, da müssen wir mal ganz kurz aktivieren hier. Falls wir mal das Zeitliche segnen sollen. Jetzt ist... Oh, wer bist denn du? Boah. Hallo? Hilfe. Geil, die Energie bleibt ja, ne? Hier ist irgend so ein Feuerspucker. Also so ein Bombenleger, meine ich. Oh. Uff. Hilfe. Jawohl, Stufenaufstieg. Hier geht es natürlich weiter, aber wir wollen ja gar nicht weitergehen. Wir wollen eigentlich nur die Quest zurückbringen, ne? Oh, da oben ist er. Uah. Gut, wir gehen mal wieder zurück. So, Fähigkeiten. Machen wir mal diesmal Konstitution und nochmal Kraft. Talent. Ja, für einen Speer ist das gut. Ihr könnt nach dem gleitenden Ausweichen der Dolche AP verbrauchen, um sofort diesen Angriff folgen zu lassen. Geil, das nehmen wir. Okay. So, hier ist das Ghetto wieder. Jetzt müssen wir kurz gucken, wie wir hier wieder, wie wir rauskommen, ne? Ich glaube, müssen wir... Ne, hier lang war es nicht. Ne, das war schon richtig. Genau, hier ist nämlich die Brücke gewesen. Aber kamen wir denn nicht von woanders her? Nee, oder? Ich könnte schwören, dass wir von woanders her gekommen sind. Egal. Wie kommen wir eigentlich hier hin? Ah. Silberstück. Boah, was bist du? Boah.
Dieses scheiß entflammbare Zeug hier. Oh nein, ich muss hier weg. Geil, wir haben eine Mana-Flasche bekommen. Mana ist hier sehr, sehr nützlich, Freunde. Ah, diese Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Ah, hier sind wir jetzt hin. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das war die Leiter, Freunde. Und hier ist der gute. Jetzt, alles klar. Gut. Aber wir müssen auf jeden Fall die Quest abgeben. Mal gucken, was wir dafür bekommen. Wir haben ganz schön viele Punkte bekommen, ne? Oh. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wonach müssen wir jetzt hier? Hier lang. Genau, und da ist nämlich auch der Typ. Da können wir nämlich die Quest abgeben. Jetzt habe ich den Überblick wieder. Gott sei Dank. Das ist aber wirklich scheiße ohne Karte, Freunde, oder? Naja, was willst du machen? So, hier ist er. Nee. Da. Und was hat sie gesagt? Sie konnte die Kette nicht annehmen. Sie sagte, es würde sie mehr freuen, wenn ihr die Kette behaltet, falls ihr sie irgendwann einmal braucht. Oh, die Geheiligte ist so mitfühlend. Stimmt, sie ist sehr unsichtig, aber nicht wahr? Ihr denkt genauso über sie, oder? Sie war einst die Tochter von Sklaven, aber dank ihrer Intelligenz und guter Arbeit wurde sie von einem Archon adoptiert. Später entschied sie sich, zurückzukommen, um den Leuten in den schwarzen Straßen zu helfen, wie eine Botin der Göttin der Sterne. Nein, ich muss mich irgendwie für ihre Güte erkenntlich zeigen. Was wollt ihr denn denen geben? Wenn die Halskette zu wertvoll ist, dann gebt ihr stattdessen diese Tontopf von mir. Denn den wird sie sicher annehmen. Ein Tontopf? In Ordnung. Und was ist jetzt mit der Kette? Darf ich die behalten? Oder hat er die jetzt wieder genommen? Nö. Kette haben wir noch, ne, oder? Ne, Kette ist weg. Jetzt haben wir den Tontopf bekommen dafür. Ah, Freunde, jetzt dürfen wir wieder dahin laufen. Egal, wir müssen ja so oder so da lang. Egal. Gut, dann rennen wir wieder hoch. So. Dann müssen wir hier wieder hoch. Ah, diesmal können wir hier die Abkürzung benutzen.
Es war ja wirklich sehr unfair. Hier geht's runter. Achso, hier waren wir schon. Und hier wahrscheinlich auch. Oh. Holy shit, warum so viel Energie? Genau. Also ich wäre ja dafür, dass wir noch hier so ein paar Mana-Tränke bekommen, ne? Bis jetzt konnte ich auch nur maximal 3 Stück sehen. Hatten wir schon. Also die Max-Zahl war 3, glaube ich. Da ist sie doch. Gut, mal gucken, was wir bekommen. Oder ob wir überhaupt was bekommen. Hallo Fremde, habt ihr meinen Dank ausgerichtet? Ja, er hat mich gebeten, euch stattdessen den hier zu geben. Ein Tontopf, das erinnert mich an eine Geschichte über die Geheiligte. Der Vater der geheiligten Ponte wurde mit einem Tontopf umgebracht. Wie bitte? Diese Art Tontopf war einst sehr beliebt. Die Leute selten stellen sie als Wasserkrüge vor ihre Häuser. Eines Tages weigerte sie sich Ponti, sich auf den schwarzen Straßen vor einer vorbeigehenden Aristoi zu verbeugen. Der Aristoi schlug ihm mit einem Tontopf über den Kopf und er starb. Ach, darum? Genau, das ist der Grund, warum die Geheiligte so gegen die Aristoi ist. Es ist einfach nicht richtig, dass die Armen der Chancen beraubt werden, sich Respekt und Ehre zu verschaffen. Die meisten Leute in den schwarzen Straßen sehen das genau wie sie. Also haben sie angefangen zu kämpfen. Wirklich, die Geheiligten selbst hatten den Aufstand angeführt? Nicht nur sie, aber die Leute waren überzeugt davon. Es ist ihre Sache helfen würde, wenn sie die Geheiligte als Repräsentantin haben. Das lastet bestimmt vielen Druck auf ihr. Sie wurden von vielen Leuten unterstützt, unter anderem von Barat. Von Barat? Entschuldigt, aber könnte ich euch um einen Gefallen bitten? Bitte sprech ihm meinen Dank aus. Aber bitte sag ihm auch, dass er mir keine Geschenke mehr geben soll. Das Leben auf den schwarzen Straßen ist nicht einfach. Ich wünsche mir, dass er seine Ressourcen behält. Ich werde es versuchen. Möchtet ihr noch etwas über anderen sprechen? Ich würde euch gern helfen. Fragen, woher sie so viel über die Geheiligen weiß. Boah, ich will das doch gar nicht wissen. Ihr sagt, ihr seid nicht für die Geheiligten, aber ihr scheint viel über sie zu wissen. Ja, weil ich sie sehr bewundere. Außerdem hat mir Barat viele Geschichten über sie erzählt. Barat? Um ehrlich zu sein, bin ich eine Freundin von Barat. Aber Barat und die Geheiligten haben sich gestritten und seitdem sprechen wir nicht mehr viel über sie. Ihr seht nicht aus wie jemand, der mit Barat befreundet ist. Und ihr seht aus wie ein Kind, das von diesen Dingen noch nichts versteht. Eines Tages werdet ihr es verstehen. Fragen, wo die echte Geheiligte ist. Wisst ihr, wo die echte Geheiligte ist? Nein, aber ich würde sie gern treffen. Ich möchte sie fragen, warum sie die Menschen in den schwarzen Straßen nicht besucht. Wo ist sie wohl die ganze Zeit gewesen? Barat weigert sich darüber zu sprechen, warum sie sich ihre Wege getrennt haben. Und ich traue mich nicht nachzufragen. Aber ich habe Angst davor, dass sie uns vergessen hat und wir ihr egal sind. Wenn das stimmt, dann wäre ich am Boden zerstört. So, nein. Die Geheiligte. Also ich laufe jetzt nicht nochmal dahin, Freunde. Wer sind die beiden hier? Komm, die mischen wir erstmal auf. Na, kommt runter.
Oh, das hat sich gelohnt. Na komm ran, mein Dicker. Ja. Schlag nur zu. Trau dich. ...206, nicht schlecht. Hey ihr da, ich habe eine Bitte an euch. Mein Sternstopp geht kurz zur Neige, weil ich nicht genügend Wertsachen abgeben konnte. Ich verhungere. Könnt ihr mir nicht helfen? Nur ein wenig Sternstopp, bitte. Mehr als 500 brauche ich nicht. Zustimmen. In Ordnung, hier. Danke, danke. Oh, wunderbar. Ich wusste, dass ich euch vertrauen kann. Aber könnt ihr mir noch einen Gefallen tun? Nur ein bisschen mehr Sternstaub. Nur ein klein bisschen. Ihr habt gesagt, das würde reichen. Schon, aber wenn ihr mir mehr gebt, kann ich länger leben. Nein, tut mir leid, aber wenn ich jetzt Ja sage, wird das nie ein Ende finden. Ihr, gut. Hey, eine Fremde ergreift sie. Hallo, guck mal. Da hat sie uns verpfiffen, ey. Ich glaub's ja nicht. Jetzt kriegen wir unsere 5. Oh, guck mal hier, da kommt noch einer. Drei Wurfdolch. Klopfen wir direkt nochmal. Sag nichts mehr. Schweinerei. Werden wir hier noch abgezogen? Ich glaub's ja nicht. Oh, hier. Das hat sich gelohnt, Freunde. Geil, hier ist ein Drache. Noch drei. Oh. Entschuldigung. Noch drei Stück, Freunde. Dann kriegen wir das nächste Upgrade. Naja, also ich muss sagen, das Ghetto hier gefällt mir überhaupt nicht. Ah, hier ist wieder so eine Leiter, ne? Da waren wir ja. Ist nicht so meins hier, das Ghetto. Aber mal gucken, vielleicht wird's ja noch. Ah, hier können wir wahrscheinlich hin, ne? Oder? Ne. Ah, ne, warte. Vielleicht hier. Müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite kommen.